Lesetechnisch lief es für mich im Januar und Februar ja nicht so berauschend. Der März lief deutlich besser. Hallo zusammen, willkommen zum neuen Lesemonat für den März 2017. Nicht nur der Monat des Frühlingsanfangs, sondern auch der Monat der Neuerscheinungen, weil immer zu den jeweiligen Buchmessen kommen sehr viele neue Bücher heraus. Nicht unbedingt so für mich, es haben mich nicht so viele tatsächlich angesprochen, beziehungsweise ich habe zwei Neuerscheinungen auch gelesen. Aber ich habe im März insgesamt 6 Bücher gelesen, darunter 2 Rereads, weil ich festgestellt habe, ich habe das Bedürfnis, wirklich eigentlich mehr Bücher nochmal zu lesen und habe mir bisher irgendwie nie wirklich die Zeit dafür genommen. Weil irgendwie der Hintergedanke da war, naja, aber es gibt so viele neue Bücher, die ja noch darauf warten. Beziehungsweise es müssen ja nicht zwangsläufig Neuerscheinungen sein, aber man möchte ja etwas Neues auf dem Kanal präsentieren können. Und deswegen hatte ich mir bisher nie so wirklich die Zeit dafür genommen. Aber eigentlich, warum denn nicht? Im schlimmsten Fall hat das weniger Videos zufolge, wen interessiert's? Also mal gucken, ob ich nicht immer mal wieder zwischendurch halt mal wieder so ein paar Bücher mit reinschiebe in den Lesemonat, die ich einfach gerne nochmal lesen möchte. Im März habe ich 2414 Seiten gelesen, was im Durchschnitt 77,87 Seiten am Tag macht, was für mich schon eher in meiner Gesamtstatistik eher ein unterer Wert ist. Aber es ist, wie es ist. Im Ausgleich dafür lag die Durchschnittsbewertung bei 3,583 Periode Sternen. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Und für die Leute, die es interessiert, mein aktueller Sub liegt bei 16 Büchern, wovon 5 im März neu hinzugekommen sind. Sehr schön, dann beginnen wir doch gleich mal mit dem ersten Buch. Ich habe nämlich den März begonnen mit Das Gegenteil von Einsamkeit. Auf dieses Buch habe ich mich wirklich schon sehr unglaublich gefreut. Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine Textsammlung. Also es sind, ich glaube, es waren 9, verdammt, hätte ich nochmal nachgucken müssen, Kurzgeschichten und 8 Essays. Dieses Buch war ja aber zum Teil auch deshalb in aller Munde wegen der Autorin, weil sie dieses Buch A oder diese Texte A sehr früh geschrieben hat und B sehr früh gestorben ist. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass dieses Buch auch ohne Punkt B durchschlagenden Erfolg gehabt hätte, weil ich finde den Schreibstil wirklich sehr gut. Ich meine, natürlich gab es hier Texte, die mir besser gefallen haben und Texte, die mir eben nicht so gefallen haben. Das ist bei so einer Art von Sammlung, Zusammenstellung ganz normal. Aber ich fand eben so diese Art, wie es geschrieben ist, sehr intelligent, aber auch irgendwie wirklich sehr jung und frisch, fast so ein bisschen frech. Also ich kann es tatsächlich sehr empfehlen zu lesen. Es war auch wirklich so, dass ich nach jeder Geschichte innegehalten habe und erstmal so ein bisschen darüber nachgedacht habe, okay, was habe ich hier gerade gelesen? Das schafft auch nicht unbedingt jedes Buch. Mehr denn natürlich in der Rezension dazu, aber ich kann es sehr empfehlen, war sehr positiv überrascht, obwohl meine Erwartung schon einigermaßen hoch war. Danach gelesen habe ich, man glaube es kaum, Stolz und Vorurteil. Also das hier ist die Ausgabe meiner Mitbewohnerin. Wie kam es dazu? Auf YouTube gibt es doch so Videoempfehlungen, also die der Algorithmus einen vorschlägt. Und bei Videos oder Kategorie nochmal angucken, war die erste Folge von der Lizzie Bennet Diaries YouTube-Serie. Und die habe ich mir nochmal angeguckt und habe die komplette Serie nochmal durchgesuchtet, am Stück. Zum zweiten Mal jetzt inzwischen. Und ich hatte wieder danach das Bedürfnis, mir mal das Original vorzunehmen und habe es dieses Mal dann einfach getan. Ich war auch eigentlich relativ überzeugt davon, dass wir das in der Schule hatten. Also wir hatten es in der Schule nicht gelesen, aber irgendwie, also thematisch spielte das irgendwie eine Rolle, aber das Schule ist bei mir jetzt auch schon so ein bisschen her. Für Klassiker stand ich bisher ja eigentlich eher so auf Kriegsfuß. Ich war hier dementsprechend ganz besonders davon positiv überrascht, wie es geschrieben ist, weil ich finde es eigentlich, gerade wenn man bedenkt, wie alt das Buch eigentlich ist, sehr modern geschrieben. Also es lässt sich auch heute noch sehr gut lesen. Ich mag auch in aller Regel die Charaktere. Irgendwie hat Jane Austen so das Talent, einen diese Figuren wirklich sympathisch zu machen, obwohl man auch mal fairerweise so sagen muss, dass jeder Charakter hier drin eigentlich nur eine prägnante Eigenschaft hat. Also wirklich einen tiefschichtigen, vielschichtigen, tiefgründigen Charakter findet man hier nicht unbedingt. Auch die Handlung selbst ist eigentlich ziemlich linear, aber es hat mich sehr gut unterhalten und es ist vor allem mit so einem gewissen Charme geschrieben. Stolz und Vorurteil ist ja bekannt als wahrscheinlich die Liebesgeschichte nach Romeo und Julia. Ja, okay, ich muss aber sagen, ich fand eigentlich, dass der Fokus in diesem Buch allgemein zwischenmenschliche Beziehung ist. Weil ich finde, darum geht es in diesem Buch auf sämtlichen Ebenen. Es geht um die zwischenmenschliche Beziehung zu der eigenen Familie, zu den Freunden, zwischen Eheleuten, auch so zwischen dem Individuum zur Gesellschaft. Es gab hier drinnen auch so ein paar Sachen, die ich aus der heutigen Sicht wohl bemerkt schwierig finde, die ich nicht so gut fand. Aber wie gesagt, ich finde, es ist mit sehr viel Charme geschrieben und ich fand es erstaunlich unterhaltsam. Also es hat mir durchaus gefallen.
Eigentlich wollte ich danach ein anderes Buch lesen, aber ich hatte an der Leserunde bei Lovely Books mitgemacht und dementsprechend stand danach Smoke auf meiner Leseliste. Wie man der Bewertung vielleicht auch schon entnehmen kann, ich hatte wirklich viel Hoffnung in dieses Buch gesteckt und wurde ziemlich enttäuscht. Denn ich finde, dass wenn man hier die Klappentexte liest, dass dort Erwartungen eingeweckt werden, die das Buch letztendlich nicht hält. Meine Erwartungshaltung war nämlich, dass es sich hierbei um eine Geschichte handelt, die mich zum Nachdenken anregt. Es hieß schon vorab, dass das hier ein Genremix sein wird mit brillanten sprachlichen Bildern und Beschreibungen. Also ich hatte hier im Prinzip einen kritischen Roman erwartet in dem Setting von England des 19. Jahrhunderts mit so einem Hauch von Fantasy, weil ja hier dieser Ruch, dieser Rauch diesen Menschen entströmt, sobald sie sündhafte Gedanken haben oder irgendetwas Schlimmes tun. Tja, Pustekuchen. Also erst einmal fand ich den Schreibstil extrem anstrengend, weil hier drinnen prasseln wirklich so viele Vergleiche auf einen ein. Die Figuren können wirklich sich nicht mal nach irgendetwas bücken, ohne dass einem gleich zwei Vergleiche entgegenspringen. Das ist auf Dauer extrem anstrengend und letztendlich ist es auch sehr streckend, ziehend. Dieses Buch brauchte generell sehr lange, bevor mal irgendwas passierte. Also wirklich so um die 200, 250 Seiten, würde ich sagen. Ich hatte auch beim Lesen dummerweise so ein bisschen das Gefühl, dieses Buch wusste eigentlich gar nicht so genau, was es eigentlich selbst sein will. Also es hatte irgendwie keine richtige Identität. Dieser Grundleitfaden der Geschichte beschäftigt sich im Prinzip damit, was ist dieser Rauch, wo kommt der her? Also alle Fragen, die man so um diesen Rauch hat, die A, bis zuletzt größtenteils nicht beantwortet wurden und B, auch einfach keinen Sinn ergeben zum größten Teil, weil es der puren Willkür des Autors unterworfen ist. Da gibt es Darstellungen, die sich zum Teil extrem widersprechen. Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Mir ist schon klar, dass es größtenteils als Metapher gelten soll. Aber wenn das eben schon so in diese Geschichte eingewoben ist, dann erwarte ich, dass das irgendwo auch Sinn ergibt. Und das war hier nicht der Fall. Zu den Charakteren habe ich auch überhaupt keinen Zugang finden können. Ich fand nicht einen einzigen davon sympathisch. Es gab hier drin auch Figuren, die zunächst wichtiger waren, aber dann irgendwie zu Stereotypen abgedriftet sind und an den Rand gequetscht wurden. Ich fand das Ende eigentlich extrem schlimm. Es war überhaupt nicht mein Buch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war so generell die Grundstimmung in der Lesegruppe nicht unbedingt positiv. Tja, schade. Also ich kann dieses Buch leider nicht weiterempfehlen. Weil mich Smoke dann doch so ein bisschen heruntergezogen hat und weil mich meine Mitbewohnerin darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese wunderschöne Ausgabe gibt, habe ich danach gekauft und gelesen den zweiten Teil von Alice im Wunderland. Alice im Spiegelland heißt diese Ausgabe. Wieder illustriert von Benjamin Lancôme oder wie auch immer der gute Mann ausgesprochen wird. Extrem teuer, traumhaft schön. Ich liebe die Geschichte von Alice, also beide Teile tatsächlich. Ich kann euch wie bekannt keine Bilder innen drin zeigen, aber es ist wie das erste wirklich sehr, sehr kreativ aufgebaut. Also man kann das hier auch aufklappen. Es gibt in diesem Buch nicht nur geschichtlich, sondern auch darstellerisch sehr viel zu entdecken. In dieser Ausgabe befinden sich auch noch drei von den mathematischen Geschichten von Lewis Carroll mit dessen Lösungen und noch ein paar Worte zu dieser Übersetzung und zu dem Autor und zu dem Illustrator. Ich mag auch einfach die Botschaft, die diese Bücher vermitteln. Also im ersten Teil war es ja noch so, finde deinen Weg. Und im zweiten Teil geht es mehr darum, herauszufinden, wer man eigentlich ist und vielleicht noch so, welche Phasen man dabei durchläuft. Ich kann es sehr empfehlen. Punkt. Danach gelesen habe ich dieses Buch hier, Du und ich. Best Friends Forever, okay. Weil es mir angetragen wurde, dass das hier eine Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Mädchen, aber eben mal anders erzählt. Ich hatte auch hier wieder aufgrund der Klappentexte eine andere Erwartung, als mir dieses Buch letztendlich geben konnte. Weil ich finde, ich auch hier wieder Ansätze sind definitiv da. Ich mag auch die Grundidee des Buches wirklich gerne. Ich finde die Ausarbeitung aber fast schon misslungen. Weil, was mich wirklich fertig gemacht hat, dieses Buch hatte zu Beginn ganz viele Punkte, die ich wirklich gut fand und die im Laufe der Geschichte dann irgendwie komplett weggebrochen sind oder sich komplett ins Negative gekippt sind. Ein großes Problem, was dieses Buch meines Erachtens hat, womit man ganz viel hätte vermeiden können, ist, es fehlt meines Erachtens hier drin der Text. Man hätte wesentlich mehr auf das, was geschieht, eingehen können, meines Erachtens sollen, damit eben nochmal so ein paar Dinge aufgegriffen werden, nochmal ein bisschen ausgeschmückt werden und damit eben Platz da ist für Tiefgang, denn das fehlt meines Erachtens dieses Buch. Man muss sagen, dieses Buch lässt eigentlich, und ich bin der festen Überzeugung gewollt, sämtliche Gedankenleistung komplett dem Leser. Und ich mag es eigentlich wirklich gerne, wenn ein Buch Platz für eigene Interpretationen gibt und für eigene Schlussfolgerungen. Allerdings, wenn sich so ein Buch komplett jeglicher Aussage verweigert, dann was soll das? Zumal sich hier viele Dinge dann auch irgendwie widersprochen haben oder es relativiert wurde. Manche Sachen fand ich auch geradezu zusammenhangslos. Ich finde leider auch, dass man deutlich merkt, dass das hier ein amerikanisches Buch ist, weil hier wurden auch so Dinge dargestellt und angesprochen,
die anscheinend, ich vermutlich, ganz typisch für den amerikanischen Raum sind, die hier im europäischen, deutschen Raum aber eigentlich undenkbar ist. Wo wirklich eine ganz andere Form von Realität zum Teil herrscht. Also ich fand das nicht gelungen. Es gab hier drin auch Momente, wo ich dachte, ich bin hier total im falschen Film. Es gab auch so Szenen, die dann wirklich total ins Absurde abgedriftet sind. Die Charaktere haben mir überhaupt nicht zugesagt. Es gibt für mich hier keinen Sympathieträger da drin. Die Darstellung der Freundschaft fand ich am Anfang noch gut und dann gab es so einen Moment, wo das Ding komplett gekippt ist, wo diese Geschichte so das Besondere für mich verloren hat. Ich kann mit diesem Buch hier überhaupt nichts anfangen. Und weil ich dann noch ein paar Tage Zeit hatte, habe ich den Monat März mit diesem Buch hier ausklingen lassen, das Geheime Tagebuch der Lizzie Bennet. Das ist ebenfalls ein Reread. Eigentlich wollte ich dieses Buch direkt nach Stolz und Vorurteil lesen, weil, wie gesagt, diese YouTube-Serie hatte mich wieder so voll in ihrem Bann. Aber dann habe ich eben den Monat damit ausklingen lassen, auch nicht verkehrt. Hierbei handelt es sich um eine Adaption von Stolz und Vorurteil. Dies ist aber praktisch auch das Buch zur YouTube-Serie. Die Bewertung, die da unten steht, ist dementsprechend tatsächlich ein Gemeinschaftswerk von der YouTube-Serie und diesem Buch, weil das für mich gedanklich eigentlich nicht mehr zu trennen ist. Wenn man beides kennt, dann hat man auch eigentlich erst den kompletten Rundumblick. Es ist nicht so, dass dieses Buch nicht auch ohne die YouTube, also die YouTube-Videos funktionieren würde, aber ich finde schon, dass einem dann etwas entgehen würde. Denn die YouTube-Videos werden nicht eins zu eins schriftlich hier drinnen wiedergegeben. Dieses Buch hier zeigt im Prinzip auch so, was passiert ist zwischen den Videos. Also wie gesagt, ich finde, beides in Kombination ist eigentlich erst so richtig die Gesamtgeschichte. Und ich liebe sie. Ich habe es wieder komplett durchgesuchtet. Ich war wieder voll drinnen in der Stimmung. Ich kann es jedem nur absolut empfehlen. Ich packe euch auch unten in die Infobox mal den Link zu der ersten YouTube-Episode. Falls ihr Lust habt, guckt euch das wirklich mal an. Bei sehr vielen Folgen gibt es tatsächlich auch einen deutschen Untertitel, falls ihr dort Sorgen haben solltet. Ich liebe es. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und dann versuchen wir das noch einmal in der Gesamtübersicht. Diese sechs Bücher habe ich im März gelesen. Unter anderem die illustrierte Ausgabe von Alice im Spiegelland. Eigentlich kenne ich es ja als Alice hinter den Spiegeln und was sie dort fand oder so. Es gibt wirklich mehrere Titel auch einfach. Ich finde diese illustrierte Ausgabe wunderschön. Ich liebe die Geschichte. Ich kann es sehr empfehlen, wenn man es sich leisten möchte, wohlbemerkt. Dann das Gegenteil von Einsamkeit, eine wirklich sehr gelungene Textzusammenstellung von Stories und Essays, die wirklich zum Nachdenken anregen. Ich habe bei Weitem, glaube ich, nicht alle verstanden. Ich fand auch nicht alle gut, aber die haben wirklich etwas Besonderes an sich. Es lohnt sich darüber tatsächlich nachzudenken und ich fand den Schreibstil tatsächlich sehr bemerkenswert. Es hat mir gut gefallen. Smoke, ein Buch, was ich leider nicht so gut fand, weil ich fand, dass die Klappentexte irgendwie Erwartungen bei mir geweckt haben, die dieses Buch letztendlich nicht halten konnte. Ich kam auch mit dem Schreibstil letztendlich einfach nicht zurecht. Ich fand, diese Geschichte brauchte ewig, um in Gang zu kommen. Dieser Rauch ergab für mich überhaupt keinen Sinn. Ich fand das Ende moralisch irgendwie fragwürdig und auch eigentlich total naiv, wenn ich ehrlich bin. Und nee, es lag mir leider null. Auch nicht wirklich gelegen, du und ich. Ein Buch, was meines Erachtens gute Ansätze hat und es im Prinzip eine gute Idee verfolgte. Und am Anfang gab es noch ganz viele Dinge, die ich auch noch gut fand, die dann im Laufe der Geschichte dann aber gekippt sind, ins Negative gekippt sind, dummerweise. Schade, gute Idee, aber ich finde in der Ausführung wirklich nicht gelungen. Und dann im März hatte ich wieder meine kleine Lizzie Bennet-Obsession, weil ich mir noch einmal komplett die YouTube-Serie The Lizzie Bennet Diaries angeguckt habe und daraufhin unbedingt nochmal das Buch zu der Serie lesen wollte, das Geheime Tagebuch der Lizzie Bennet und das Bedürfnis verspürt habe, mir das Original mal durchzulesen. Stolz und Vorurteil. So, kann ich alles drei in der Tat sehr empfehlen. Okay, das war dann der Schnelldurchlauf praktisch gewesen. Noch als Mini-Anmerkung, ich werde diesen Monat, also den April, mal ausprobieren, diese komischen Endcard-Dinger, die ein YouTube so als Vorlage anbietet, mal auszuprobieren. Es ist ein Versuch. Ich kenne mich damit noch überhaupt nicht aus. Es kann auch total schief gehen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr mir ja sagen, was ihr so davon haltet, wie so eure Eindrücke davon sind, ob ihr das gut findet, wenn ihr am Ende des Videos so einfach weiterklicken könnt praktisch. Ja, ich probiere das jetzt mal aus, Testphase. Das war es dann tatsächlich auch mit diesem Video, mit diesem Lesemonat gewesen. Das war es dann auch von meiner Seite aus, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!